Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir haben herausgefunden, dass der mysteriöse Erpresser eventuell die Schwester von der Königin ist. Und jetzt soll dafür gesorgt werden, dass wir diese Königinsschwester, nee, die Schwesterskönigin, egal, dass wir die hier anschleppen und ihr soll nichts geschehen. Und keine Ahnung, ich denke, wir müssen irgendwie ein paar Ketten mitnehmen oder sowas und dafür sorgen, dass sie da nicht Selbstmord begeht oder sonst was, keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall dafür sorgen. Ich werde sie finden, wenn sie dort ist. Das hoffe ich. Ich würde gerne mit ihr reden, von Schwester zu Schwester. Gnädige Herrin, Geralt, ich möchte euch jemanden vorstellen. Regis, was für eine Überraschung, du in Buclair? Und das ist? Mein geschätzter Freund Detlef van der Eretheim. Er stammt aus Nazair. Wir stellen unser Können der Jagd des Hexers zur Verfügung. Ah, ja, wunderbar. Aber warum seid ihr hier bei Orianna? Sie haben mich überraschend besucht. Also habe ich Regis auf ein Glas Wein eingeladen. Wir kennen uns schon seit... Oh, Urzeiten könnte man sagen. Hexer, wie ich höre, kennst du Regis. Und ihr seid sogar Freunde? Das überrascht dich. Das scheint dich zu überraschen. Warum? Ich hätte nie gedacht, dass Regis sich mit einem Hexer verstehen würde. Lass dich nicht täuschen, Liebes. Geralt hat viele Vorzüge. Er versteckt sie nur sehr gut vor der Welt. Das klingt so falsch. Du hast gesagt, dass ihr ihn bei seinem Auftrag unterstützt. Dann hängt das mit dem Biest zusammen. Das Meister Hexer, vielleicht kannst du meine Neugier stillen. Wie ist es, einem Monster gegenüberzustehen? Und man hat nur zwei Möglichkeiten. Töten oder getötet werden. Ich stürze mich nicht mit dem Schwert auf jedes Monster, auch wenn du anderes gehört hast. Bei manchen hilft es auch, zu reden. Ich frage mich, was dir so ein Monster zu sagen hätte. Vielleicht möchte es sich entschuldigen. Wirklich? Wofür möchte sich ein Monster bei einem Hexer entschuldigen? Für das Töten. Denn manchmal bleibt ihm keine andere Wahl, wenn die Liebsten beschützt werden müssen. Genau wie Menschen. Genau wie Menschen. Wenn sie in einer solchen Situation sind, töten auch sie. Du verstehst das. Das ist bestimmt der Grund, warum ihr Freunde seid. Regis und du. Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du einem Monster lieber helfen, als es zu töten? Wenn möglich, ja. Oder es zumindest versuchen. Genug vom Hexerhandwerk. Regis hat erwähnt, dass du aus Nazair kommst. Als Kind habe ich dort einige Zeit verbracht. Hast du schöne Erinnerungen? Es war wunderschön. Die Mode dort hat mich sehr fasziniert. Besonders die Kleider mit tiefem Ausschnitt. Ja, natürlich. Ich glaube, uns geht langsam der Wein aus. Ich sollte in den Keller gehen und noch eine Flasche holen. Ich gehe. Willst du mir helfen, Regis? Du kennst deinen Wein besser als ich. Wir sind gleich wieder zurück. Und gleich... Tür geht zu. Sag mal, Regis, hast du sie noch alle, das Monster vor mir zu setzen und alles auf gut zu tun? Eine außergewöhnliche Unterhaltung, findest du nicht auch? Vampire, ein Hexer und die Herzogin von Toussaint. Du meine Güte. Sehr außergewöhnlich, Regis. Ich wollte dich allein sprechen. Das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Bist du verrückt, Detlef einfach herzubringen? Geralt, lass mich erklären. Lass mich es erklären. Er ist gefährlich und du solltest auf ihn aufpassen. Aber genau das mache ich doch. Detlef ist überzeugt, dass du deine Aufgabe erfüllst und er niemanden mehr umbringen muss. Ja, bis er die Männer in die Finger bekommt, die seine Rena entführt haben. Okay. Ist es wirklich nur Zufall, dass ihr hier seid? Ich vermute, euer Auftauchen war kein Zufall. Das wäre tatsächlich ein großer Zufall gewesen. Nein, ein nettes Vöglein hat es uns gezwitschert. Okay, woher kennst du Orianna? Diese Orianna, die nervt mich, ne? Ich fand sie erst okay, aber jetzt, wo die so einen auf sonst was tut, ja, nee.
Orianna, ist sie wirklich eine Freundin von dir? Kann man ihr vertrauen? Ich habe sie vor Jahren kennengelernt, noch vor dir. Und bevor sie sich in Beauclair niedergelassen hat. Wir haben uns schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen. Aber ich werde dir alles über sie erzählen. Ein andermal. Weißt du, wo die Erpresser sind? Hör gut zu. Ich habe herausgefunden, wo die Erpresser sind. Sie sind auf Burg Dun Tin. Das sind gute Nachrichten. Wenn sie dort sind, ist Rena auch dort. Die Herzogin denkt, dass wir ihre lang verschollene Schwester auch dort finden. Sie könnte in die Sache mit der Erpressung verwickelt sein. Willst du damit sagen, dass du jetzt zwei Frauen aus der Burg befreien sollst? Ich will damit sagen, dass Detlaff davon nichts erfahren darf. Er ist vor allem auf Rache aus. Geralt, du musst mir vertrauen. Ich weiß, wie ich mit ihm... Nein, Regis. Das kann ich nicht riskieren. Du musst mit Detlaff hier bleiben, wenn ich nach Dun Tin gehe. Allein? Allein. So kann ich dafür sorgen, dass keiner der Frauen etwas zustößt. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Gut. Ich kümmere mich um Detlaff. Viel Glück, mein Freund. Das ist wirklich wunderbar, Detlaff. Ach, vielen Dank für die schönen Erinnerungen. Ihr seid zurück. Hat ja lange genug gedauert. Entgegen der allgemeinen Vorstellung ist die Auswahl eines Weins nicht so einfach, wie man denkt. Besonders, wenn er zwei so exquisiten Damen kredenzt werden soll. Regis, galant wie eh und je. Umso bedauerlicher, dass ich die zweite Flasche nicht mit euch trinken kann. Die Pflicht ruft. Gnädige Herrin, es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank für deine Hilfe, sie ist unschätzbar. Geralt, begleitest du mich hinaus? Der Hammer. Du hast besondere Freunde. Dieser Detlaff, ein wirklich interessanter Mann. Hat er dir viel von sich erzählt? Ich kenne ihn nicht so gut. Hat er viel von sich erzählt? Nicht viel, aber ich habe ein gutes Gefühl für das Wesen meines Gegenübers. Sonst würde ich keine Woche am Hof überleben. Und wie ist sein Wesen? Empfindlich. Traurig. Er trägt das Gewicht einer schrecklichen Tragödie in sich. Er ist ein guter Mann, aber verloren. Deshalb wirkt er so grimmig. Ein wirklich interessanter Abend. Ich hatte nicht erwartet, dass der Abend so endet. Ich auch nicht. Aber ich habe dich nicht zu einem romantischen Spaziergang rausgebeten. Ich möchte mich vergewissern, dass du weißt, was zu tun ist. Mhm. Ich muss nach Dun Tin. Ich habe entschieden, dass dich meine Wache begleitet. Du triffst sie bei der Mühle des Grafen Delacroix. Du wirst ihn finden. Er liegt am Fluss Saint-Retour in der Nähe der Taverne zum Basilisk. Hauptmann Delatour und seine Männer erwarten dich dort um Mitternacht. Ihr werdet die Burg gemeinsam stürmen. Ja, das klingt doch gut. Stürmen wir die Burg gemeinsam. Ja, Mann. Metinator, Beauclair. Ach, Metinator wahrscheinlich. Oh Gott. Ja, geht schon los hier, ey. Triff dich nach Mitternacht mit Damien in der... Dieser Typ. Der ist der Geilste hier, ey. Ja, wir haben ein Level up. Oh, der... Nee. I für Inventar. Gut, dann kommen wir nämlich auch zu den restlichen Sachen hier. Elegante Beauclair-Stiefel. Ja, die hässliche Kleidung, die wir tragen mussten. Questgegenstände. Tesha Mutner-Maske. Oh, geil. Ich wusste gar nicht, dass wir die Maske auch haben.
Das Töten von Gegnern regeneriert die Vitalität mit jedem getragenen Z-Gegenstand um 1% der maximalen Vitalität. Geil. Ist zwar sehr hässlich, diese Maske, aber wir tragen sie jetzt trotzdem. Lötze. So, unser Pferd trägt auf jeden Fall diese Trophäe. Das ist uns sehr wichtig. So. Charakter. Jetzt haben wir einen verfügbaren Punkt. Mit diesem Drehangriff werden alle Gegner im Umkreis getroffen. Macht er ja zwischendurch, glaube ich, auch einfach. Alchemie, Inventar. Gut, jetzt muss ich mal auf die Karte spähen. Haben wir hier eigentlich einen Friseur? Ich glaube nicht, oder? Wir haben hier verfügbare Quests. Okay, wir müssen uns hier mit Damien treffen. Oder Damien Delacroix. Gut, dann... Wegpunkt. Mal gucken, was das kriegen wir ja schon irgendwie hin. Wir könnten zumindest nach Corvo Bianco Weingut schnell reisen. Wir müssen dazu jetzt erstmal geradeaus hier zum Le Grand Place Wegpunkt Dings. Das Biest hat einen weiteren christlichen Mord verübt. Nein, das Biest hat keinen Mord verübt. Weitergehen. Die Ausstellung des Denkmals des Reginald Dauvry bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Ja, meine Güte. So. Unter Herzog Raimund wäre sowas niemals passiert. Das bedeutet Ärger. Ein Hexer, das bedeutet Ärger. Als ob wir immer mit Ärger zu tun hätten. So. Corvo Bianco Weingut. Erstmal einen Schluck Cola da drauf. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt echt regelmäßig aufzunehmen. Ich habe es mir echt vorgenommen. Plötze. Stehst du jetzt etwa hier in diesem Weingut? Geh zu einem Ritter und sag Bestie. Schon kannst du riechen, wie er sich in die Rüstung scheißt. Aha. So. Ja, rede so mit einer Katze, das ist immer eine gute Idee. So, wir folgen jetzt diesem gepunkteten Dings. Achso, hier lang. Ach, das sieht hier immer so schön aus. Ups. Was? Wir nähern uns dem Wendepunkt der Geschichte. Danach kannst du bestimmte Nebenquests nicht mehr abschließen. Langsam, langsam. Okay. Aber nett, dass mich das Spiel darauf hinweist. So, wir wollen uns aber eh die Hauptquest. Der Hauptquest. Ich bin früh dran. Noch keine Waffe da. Ja, ist ja auch noch mit Los, langsam. Lauf! Los, lauf. Spann dich mal. So, vielleicht können wir ja doch ein paar Sachen mitgehen lassen. Wir können ja erstmal hier reingehen. Diese Maske ist so hässlich. So, auf jeden Fall mussten wir erstmal Licht machen. So. Mir ist, als ob wir hier schon mal waren. Mehlbestellung. Bäckerei Bochen Beauclair. Ach,
Sack Weizenmehl, 6er Groggenmehl. Katilango Anwesen, Palast der gnädigen Herzogin Anna Henrietta. Feinste Sorte. Herzogliche Stallung, 8 Sack Hafer. Ja, cool. Dann nehmen wir das hier noch mit. Was der alles bei sich tragen kann, ist einfach geil. Ups. Wollen wir da hinten eigentlich rein? Ja, Mann. Abgeschlossen. Da hängt so ein Zettel dran, den würde ich gerne angucken. Aber geht wohl nicht, okay. Ach, hier können wir so ein Blümchen mitnehmen. Hier auch. Ein Geißblatt. Edel. So, dann würde ich sagen, wir warten doch hier. Da hängt auch so ein Zettel. Können wir uns den durchlesen? Nein. Können wir nicht. Gut. Dann... Ups, hab ich einen Trank genommen. Meditation. Wow. Meditieren wir doch mal so lange. Und wir treffen mal den Typen hier. Gehen wir in die Mühle und besprechen uns dort. Diese Maske, Alter. Bin bereit, haben wir einen Plan. Du hast offenbar schon einen Plan. Erklärst du ihn mir? Wir haben zwei Ziele. Die Schwester der Herrin finden und die Männer schnappen, die den Vampir erpresst haben. Dun-Tin ist eine schlichte Anlage. Mehrere Gebäude, eine Mauer drumherum. In der Mitte steht der Bergfried, der vor kurzem von Roderick, dem älteren Ritter der Burg, wieder aufgebaut wurde. Wir greifen hier an, durch das Haupttor, und sichern dann den Bereich vor dem Bergfried im Sturmangriff. Wie viele Männer verteidigen Dun-Tin? Weißt du das? Roderick hat einige Ritter zur Verteidigung da. Es ist keine Armee. Aber es könnten ein paar Dutzend sein. Außerdem hat Roderick vor kurzem eine Bande fremder Söldner aufgenommen. Aber über die wissen wir wenig. Die Männer des Zintrias, ganz bestimmt. Ich bin ihnen in der Stadt begegnet. Sie wollten mich töten. Wir müssen von beiden Seiten zugleich zuschlagen. Du ziehst die Verteidiger auf dich und beschäftigst sie. Ich schleiche mich von hinten rein, suche die Frauen und sorge dafür, dass ihnen nichts passiert. Ich springe über die Mauer, sobald ihr angreift. Dein Plan ist ein großes Risiko für dich. Aber du schaffst das. Gehen wir. Ja, Mann, ich schaffe das. Mein Gesicht ist ja jetzt auch immerhin geschützt durch die hübsche Maske. Ich habe das Gefühl, dass dieser Part etwas länger gehen wird. Wenn wir nicht gleich einen Wendepunkt haben, wo wir was sagen müssen. Da laufen wir. Lied. Einige Zeit später bei Dun-Tin. Oh, bei dem Anblick wäre ich auch weggeflogen. Aber die Rehe kommt zu uns. Es geht los. Schnell, schnappen wir uns Rodericks Pferde und hauen ab. Wir kommen nicht weit, wenn die Jungs da vorne nicht durchhalten. Nicht so schnell. Kleine Planänderung. Oh geil. Okay, wir schaffen das doch. So. Gut. Ne? Dann sage ich auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt euch dann in der nächsten Folge ansehen, wie es hier ausgeht. Ich bin auch sehr gespannt, vor allem, ob wir diese Frau von Detlef finden.
Und wie die sich Hals über Kopf in den Arm werfen werden, das wird schön. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und dann, ciao und bis zum nächsten Part.